Ich mach's eigentlich wie der Elon. Ich baue einfach weiter und die Genehmigungen kläre ich später. Mit sowas Dekadentem wie Genehmigungen halte ich mich nicht auf hier. Das ist doch lächerlich. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timbierborn. Meine lieben Freunde, seht euch an, wie die Biber wuseln. Wir haben wieder Großprojekte am Start. Ich habe einen total verrückten Plan, meine lieben Freunde. Ich möchte hier an der Stelle noch mehr mechanische Energie abgreifen. Und mir ist noch eine Sache eingefallen. Eigentlich mache ich das total bescheuert. Ist mir aufgefallen. Weil eigentlich, guckt mal, eigentlich können wir hier, das können wir eigentlich wegmachen. Und wir können auch das hier wegmachen. Jetzt werdet ihr sagen, warum. Wenn wir hier das Wasser reinfüllen und hier auf der Seite auch noch einen Pfad draus machen. Guckt mal. So. Wenn wir hier noch weiterbauen, den Kanal. Oh, da guckt mal, das sind Stämme. Okay, wir müssen jetzt da die Stämme entfernen da unten. Verdammt. Es ist immer irgendwas. Immer ist irgendwas nicht richtig hier. Dann müssen wir das jetzt wohl machen, schnell. Kommen die da überhaupt hin? Diese Baustelle ist so weit schon. Ah, da. Aha, da. Aber das kann gar nicht sein. Da muss noch. Da geht noch. Das geht noch. Ich sag euch, das geht noch. Und dann machen wir da unten nämlich dann die Bäume weg. Wenn ihr das hier feiert, dass wir total insane Sachen in Timberborn machen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein. Ich habe am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt und am Ende. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen, was ihr so findet von meinen irrsinnigen Wahnwitzprojekten. Irrsinnige Wahnwitzprojekte sind am Start. Hier gucken wir mal genau. Wenn wir dann das hier so machen, so. So. Und dann hier, hätte ha? Dann läuft das. Dann läuft das doch. So. Und so. Und so, da auch. Genau. Weil dann können wir doch, können wir dann nicht? Dann geht doch. Dann können wir da oben nämlich ganz viel Energie abzwacken. Und das läuft dann hier nach unten. Und dann lassen wir das hier so lang laufen. Genau. Und dann wieder hier so. Und dann so wieder nach da so. Und dann wieder da. Und dann wieder nach da so. Und dann wieder nach da. Und dann da. Haben das alle verstanden, wie ich das mir denke? Wir können einfach so viel machen. Es ist der Wahnsinn. Erst Bären bauen, dann Holz farmen. Ja, genau. Wir haben zu wenig Biber. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir nicht genügend Inkubatoren haben. Hier muss ich jetzt schon mal wieder so ein bisschen besser aufmachen. Die Dürre ist gleich vorbei. Wir haben nämlich eine Dürre gehabt, eine ziemlich lange. Und das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Da müssen wir jetzt ganz schön zusehen. Dass wir mal wieder ein bisschen mechanische Energie kriegen, kann ich hier den Motor auch ausmachen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt kommt nämlich gleich das Wasser wieder. Und dann können wir, damit wir Arbeitskräfte sparen, eigentlich auch mal hier die Laufräder deaktivieren. Wir haben gerade ein Arbeitskräfteproblem, ein Arbeitskräftemangel. Einen Fachkräftemangel haben wir. Einen ganz gewaltig schweren Fachkräftemangel. Die Prio von den Treppen noch hoch. Genau, warte. Da gibt es hier diese tollen Tatzen. Nice. Genau, hier die Kartoffeln. Die sind jetzt wieder, sind die jetzt trocken? Nein, die sind immer noch, überschwemmt. Da war ich ein bisschen zu nassforsch. An der Stelle. So, wir müssen auch jetzt wieder schon hier direkt wieder voll aufmachen. So. Weil, wenn wir nicht voll aufmachen, dann staut sich jetzt nämlich gleich da alles auf. Hier müssen wir auch voll aufmachen. Oder zumindest auf 2. Damit, wenn es hier hochfließt, dass es dann nicht komplett rüber swappt. Ich muss mir mal kurz wieder den Überblick rausnehmen. Na. Es wird immer schwerer, diesen Biberbiss zu entfernen, ey. Das ist unglaublich. Der will gar nicht mehr raus. Braucht immer länger. Weil das einfach. Weil ich einfach immer mehr zum Biber mutiere. Ich habe auch schon so einen riesigen langen Schwanz gekriegt. Wenn ihr denn sehen könntet, das ist unglaublich. Aber den zeige ich euch jetzt lieber nicht. Den behalte ich für mich. Der Schwanz eines Bibers ist eine ziemlich private Angelegenheit. Deswegen, da muss man aufpassen. Das ist ganz wichtig. So, jetzt kommt das Wasser wieder. Nice. Wir versuchen händeringend nach Fachkräften. Ja, das, so kann man das sagen, genau. So genau so kann man das darstellen.
Jetzt haben wir aber auch wieder Weizen. Da war nämlich schon so ein bisschen meine Sorge, dass wir da keinen mehr, nicht mehr genug kriegen. Aber na gut, jetzt sind auch die Mühlen gerade stillgelegt, logischerweise. Da kann natürlich auch kein Weizen, da kann natürlich auch keiner verarbeitet werden. Aber egal. Nee, passt alles. 692 Einheiten Holz haben wir. Davon die Hälfte hier in dem Distrikt. Sehr gut. Und hier unten haben sie sogar schon die Reihe fertig gebaut. Guckt euch das mal an, wie schnell diese Biber sind, ey. Ist unfassbar. Es ist unglaublich, wie gewaltig schnell die sind. Aber so ist das, wenn man halt mal ein bisschen mehr Arbeiter auch am Start hat. Apropos Arbeiter, wie sieht's aus? Jetzt haben wir mal wieder ein paar arbeitslose Biber. Ich würde sagen, ich baue jetzt hier noch einen Inkubator hin. Warte. Bei Wohnung, ne? Hier. Wir bauen jetzt hier mal auch noch einen Inkubator auf. In dem Distrikt. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Wir bauen noch Wohnhäuser. Mindestens eins noch. Da wäre jetzt natürlich mal spannend, wo wir das hinbauen können, damit wir da vielleicht noch so eine mega lange Brücke bauen. Das wäre. Ich will diese mega langen Megabrücken haben. Die finde ich total mega. Warte mal, wo ist das zufällig hier? Nee, das müssen wir. Okay, warte, der muss eins. Nee, zwei höher. Zwei muss es hoch. Und zwar genau da nebenan, okay. Ja, wir müssen drei setzen, natürlich. Ist das da an der Stelle richtig, dass wir da noch eine Brücke hinsetzen können? Können wir. Wir können sogar noch eins zurückgehen, guck mal. Können das so machen. Na? Wenn wir dann das Haus da hinsetzen. Ist auch überhaupt nicht übertrieben. Das so zu machen. Hier genau Haus. Und dann obendrauf die Brücke. Guck mal so. Jawohl. Guckt euch das doch an, wie genial das ist. Es ist der absolute verschwenderische Oberhammer. Verschwendung pur. Aber das sieht mega geil aus. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Oh Mann, ist das cool. Oh Mann. Oh Mann, ist das cool. Das ist so cool. Das ist einfach so sinnlos. Es ist einfach so sinnlose Materialverschwendung, dass es schon wieder so mega geil ist. Oh mein Gott. Okay, warte ganz kurz. Ich möchte hier dann eine Treppe hin haben. Genau. Dann machen wir nämlich hier eine Treppe hin. Und da auch noch mal eine. So. Und dann so nach unten, genau. Und dann, ja, müsste man halt hier irgendwie den Berg wegsprengen, damit es auch irgendwie sinnig ist, das zu machen. Aber man kann ja hier jetzt noch mal eine Brücke setzen. Nee, warte. Ah, es ist zu hoch, oder? Sehe ich das gerade richtig? Ist noch eins zu hoch. Okay, warte, dann müssen wir hier noch einmal runtergehen. So, mit einer Brücke, mit einer Treppe meine ich. Treppenbrücke. Und dann die Brücke. Die Brücke. Nee, die Brücke. Dahin bauen. Nice. Ah, oh, jawohl, das macht sogar Sinn. Weil dann kommen sie nämlich von hier direkt hier hoch und haben da einen direkten Weg nach hier rüber und können dann da runter. Direkt. Das war mein Traum. Das war mein absoluter Traum, das mal so zu bauen. Mit diesen Brücken. Und wir haben sogar genug Metallblöcke dafür übrig. Wir können das sogar machen. Können das sogar genauso bauen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Brücken. Und 250 durch 4. Ja, durch 5 wären ja. Nee, das passt, genau. Wir hätten dann sogar noch 59 Blöcke übrig, wenn ich jetzt mich nicht völlig verrechnet habe. Genau. Planken und Holzscheite sind ja jetzt eher nicht das Problem. Würde ich jetzt mal schätzen. Boah, guck mal hier, jetzt sind sie hier schon wieder am Dengeln. Guckt euch doch an, wie sie dengeln. Die Biber. Wow, das spritzt sogar schon hoch. Ist hier eigentlich schon übergeschwappt? Ja. Hier fließt jetzt wieder, wie es sein soll, genau. Und hier unten läuft es jetzt wieder rein, genau. Jetzt müssen wir mal schauen, staut sich das auch jetzt hier? Oder fließt das hier jetzt direkt raus? Vielleicht müssen wir es doch nochmal hier ein bisschen höher machen, noch schnell den Damm. Machen wir erstmal so, dass es sich hier nochmal ein bisschen aufstauen kann. Damit hier unsere Baumplantagen auch noch bewässert sind, wie es sein soll. Langfristig gesehen wird es sich wahrscheinlich eh wieder komplett aufstauen. Ich glaube, die Schleuse hier ist eh nicht groß genug, dass das
in ausreichender Menge abfließen kann, in Relation zu dem, was halt reinkommt, ist da, glaube ich, schon hier ein bisschen ein deutlicher Überschuss. Muss man aufpassen, dass es dann nicht wieder hier reinläuft. Das wäre wieder ein bisschen dämlich. Weil ich glaube, bald ist es wieder so weit, dass wir wieder Kartoffeln anbauen können. Oh, wir können bald wieder sprengen. Das ist bald wieder so weit. Nice, Bären soll ich machen. Aber wir haben hier noch welche, die noch nicht geerntet wurden. Können wir das denn noch machen? Vielleicht hier? Warte mal, wenn wir hier mal die Pflanzen wegmachen. Den Pflanzbereich. So. Und hier mal dann eine Straße durchziehen. So. Und dann mal hier nach unten bauen. So, weil hier ist ja fruchtbares Land. Da ist das doch an sich eigentlich kein Problem. Hier ist ja auch ein Förster, oder nicht? Nee, eigentlich nicht, oder? Da ist kein Förster. Nee, da müssen wir da noch einen bauen. Der muss ja dann die Bären anpflanzen auch. Genau, dann machen wir da jetzt einen Pflanzbereich. Wo waren das nochmal? Hier. Blaubeere. Ganz viel Blaubeere. So. Und dann, was müssen wir da noch machen jetzt? Brauchen noch einen Ernter, genau. Einen Blaubeerenernter. Den mache ich jetzt da hin. Einer reicht da, glaube ich. Genau. Dann können sie es da machen. Sehr gut. Dann haben wir nämlich auch wieder einen Überschuss an Blaubeeren. Und das ist wichtig. So, jetzt steigt das Wasser hier wieder. Jetzt müssen wir da aufpassen, dass es unsere Verhältnisse nicht übersteigt. Es dauert noch, bis sie wachsen. Gleich kann er Babys begraben. Was? Babys begraben? Noch haben die aber genug. Guck mal. So schlimm ist es nicht. Ich glaube, die Situation wird wieder schlimmer dargestellt, als sie eigentlich ist. Das ist wie in diesen Medien immer. Immer, ja, alles ist schlecht, alles bricht zusammen und wir sind am Ende und es wird nie wieder vorwärts gehen und überhaupt und uns wird der Himmel auf den Kopf fallen, ja? Babys werden begraben, Babys werden nicht begraben, die werden gegessen, werden sie, weil wir nicht genug haben vorne und hinten. Und am Ende ist es doch alles gar nicht so schlimm. Am Ende ist es alles nur Panik, weil sie alle nur Aufmerksamkeit wollen. Alle wollen sie nur Aufmerksamkeit heutzutage. Deswegen wird immer alles schlecht geredet. Und deswegen gehe ich konträr und sage, ist alles gut. Unsere Kartoffeln sind überflutet, egal. Wir haben trotzdem genug Brot. Wir haben fast 4000 Brot. Unsere Babys verschimmeln im Tank, egal. Wir haben genug Erwachsene. Die können einfach dann nur noch mehr Kinder machen. Das ist auch positiv. Ist egal. Ist alles besser als überhaupt. Prio hoch. Bei was? Wohne jetzt nochmal. Die kommen nicht ins Haus. Wer kommt nicht ins Haus? Ach ja, stimmt, die da unten, ne? Die kommen nicht ins Haus rein. Das muss ich natürlich noch beerheben, das stimmt. Warte kurz, wie beerheben wir denn das? Warte, dann machen wir das hier anders, damit sie da unten auch ins Haus reinkommen. Wir müssen halt schwimmen. Die können doch schwimmen. Na gut, wenn das Wasser so weit unten ist, können sie nicht schwimmen. Das ist natürlich richtig, ja. So, und jetzt brauchen wir da vorne noch... Ja, das können wir eigentlich auch gleich so machen. Brauchen wir die Brücke eigentlich gar nicht. Hier so. Nice. Ja, schön. Hier ist ja schon wieder eine Flut. Ach nee, das ist... Nee, das habe ich mich verguckt. Nee, das ist immer noch die alte Flut. Das ist immer noch dieselbe. Genau. Oh, guck mal. Hier das Sprengstofffeld. Das sieht aber schon gut aus. Das sieht schon mega gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Und jetzt kommt ja auch wieder Sprengstoff, weil wir jetzt wieder Energie haben, meine lieben Freunde. Energie. Hier, ach so, genau. Hier soll ich die Prio hochmachen. Genau. Stimmt, eine sehr gute Idee. Damit die das da auch bauen, nicht wahr? Hätte ich fast vergessen. Warum machen sie hier eigentlich nichts? Verfügt nicht über die Materialien. Ach so, das erklärt einiges. Boah, sind die fleißig, ey. Guckt euch das mal an. Aber wir sollten da vielleicht auch noch mal eine Treppe nach unten bauen, wa? Weil da müssen sie ja auch wieder hochkommen am Ende. Und auch da lang, so. Beige und so. Und hier. Und dann so und so. Wie sieht denn das Wegenetz jetzt eigentlich da aus? Ah, geht hier nicht rum, okay. Also da könnten wir jetzt keine Gebäude bauen. Stimmt, warte mal, können wir denn da überhaupt... Es wird jetzt interessant sein zu sehen, ob das Wegenetz jetzt dann über die Brücke auch wirklich bis zum Ende geht. Und ob das mit der Treppe jetzt passt, dass die da ins Haus rein können, ne? Das wird nochmal spannend. Das wird nochmal richtig spannend. Aber es ist direkt neben dem Distriktgebäude, also... Vom Prinzip her würde ich sagen, das müsste passen. Das haben sie jetzt da schon... Oh, guck mal, kein Beamer am Start, oder?
Ach so, nee, der hat nichts, was er machen kann. Ja, weil noch, natürlich da noch nichts angepflanzt ist. Ist richtig. Hier, warte, hier mache ich jetzt auch mal die Prio hoch. Ich will das in dieser Folge noch sehen mit den Brücken. Die bauen die ja dann tatsächlich auch von der anderen Seite auf die andere Seite. Also von einer auf die andere. Also so und so. Von da nach da. Das ist ganz cool eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Also Holz müssten wir auf jeden Fall haben. Ja, locker. Dann müssten wir auf jeden Fall auch die Planken haben. Zumindest für die eine Brücke haben wir auf jeden Fall die Planken. Haben wir eigentlich Plankenanlagen pausiert? Ja, warte mal, haben wir gemacht. Lass die mal wieder anwerfen jetzt. Wir brauchen mehr Planken wieder. Brauche ich eigentlich Getriebe? Oh ja, brauche ich. Warte. Haben wir nur noch 25 und die sind alle hier drüben in dem anderen Distrikt. Müssen wir auch mal wieder produzieren lassen. Haben wir da Arbeiter dafür? Hier haben wir keine Arbeiter. Hier auch nicht. Und da... Oh. Oh. Wir haben ein Arbeitsproblem. Warte mal, egal. Ich mache einfach hier die Schlepper raus. Dann passt das. Dann haben wir wieder Leute. Also Biber-Leute, die das machen können. Ja, guck mal. Nice. Dann rücken wieder welche nach. Warte, da kann ich jetzt hier auch wieder mehr Schlepper einstellen. Guck mal, wir müssen hier schauen, dass die Zahlen möglichst identisch sind. Genau. So. Können wir eigentlich noch... Genau, ich wollte eigentlich noch gucken, ob wir noch Monumente und so bauen können. Wir haben jetzt auch 6000 Einheiten Forschung. Flamme des Fortschritts. Warte mal, was war das hier? Das war Flamme des Fortschritts. Guck mal, wir können doch mal so ein Monument der Arbeiter mal bauen hier. Hier direkt hier ins Zentrum eigentlich. Bauen die das eigentlich da? Nee, die machen die nicht da oben, wa? Da müssen wir irgendwie dann noch einen Weg rüber bauen, glaube ich. Sonst kommen die da nicht ran. Ja, ich würde da gerne dieses Monument bauen. Guck mal, da sind so viele Biber am Start, die alle von diesem Bonus profitieren. Lass das mal machen jetzt. Weg rüber bauen, genau. Mann, haben wir viele Bauprojekte jetzt. Ich meine, die Brücke alleine ist ja schon ein Monument für sich. Warte, dann mache ich da jetzt die Prio noch hoch bei dem Monument. Ich will das zuerst haben, ne? Ich will zuerst das Monument, damit die den Arbeitsbonus kriegen. Die kriegen ja da nämlich, glaube ich, Ehrfurcht, genau. In Umkreis von 7 Feldern, genau. Deine Planken gehen zu D2. Ja gut, das ist natürlich richtig. Aber wenn sie in D2 nicht verbraucht werden, werden sie in D2 ja auch nicht weiter eingelagert. Glaube ich. Also da ist ja dann eh nur die Maximalmenge, oder? Planken? 20 von 80. Hm, wir können es halt auch nicht abbrechen halt, ne? Wir brauchen die ja da auch. Glaube ich. Wir produzieren ja da keine. Das ist so ein bisschen das Ding da dran. Ich lasse das jetzt erstmal noch aktiv mit dem... mit der Lieferung. Oh, sie bauen die Brücke. Ja, sie haben die Brücke schon gebaut. Boah, ging das jetzt schnell. Krass. Und die andere können sie auch gleich machen, ne? Die Prio ist ja auch hoch. Nicht schlecht. Ja, machen sie auch. Guck mal. Oh, wie schnell das geht. Voll die Pioniere hier. Bald gibt's wieder Kartoffeln. Ja, wenn ich hier nicht aufpasse und das wieder überfluten lasse hier, dann ist wieder gleich ganz schnell wieder Ende mit Kartoffeln. Ich muss schon aufpassen. Guck mal, es geht schon wieder so weit nach oben. Lass mal hier gleich wieder voll aufmachen. Damit da ja nicht erst was passiert. Und hier den, ja, der ist auch schon wieder am Fließen hier. Lass mal da lieber schon schnell aufmachen, dass es so erstmal auf der Höhe bleibt. Wir brauchen mal wieder so ein Wassermessgerät hier. Wo waren das nochmal? Hier. Hier, guck mal, das schalte ich jetzt mal gleich frei. Das brauchen wir mal ganz dringend. Guck mal, das ist so klein hier. Das kann gar nicht mehr. Das ist schon komplett überflutet. Können wir da nicht eine größere Variante noch bauen irgendwie? Das wäre vielleicht nur ganz praktisch. Also wir müssen ja dann immer bei einem bestimmten Wert... Kommen wir da überhaupt hin? Diese Baustelle? Nee, hä, wir müssen das auch dahin bauen, wo sie rankommen. Ja, lol. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas anderes gemacht. Egal. Hey, ich baue das hier hin. An die Wand. Da kommen sie ran. Von oben. Können sie bauen. Da ist auch eine Bank daneben. Nice. Da können sie im Sitzen den Wasserstand ablesen. Nice. Mann, ist das ein Großprojekt. Mann, ist das ein Großprojekt hier. Das ist ja unfassbar. Das ist ja ungeheuerlich. Ich muss... Das ist direkt so groß, dass ich direkt die Zeit beschleunige nochmal. Boah, guckt euch diese Warp Speed Biber an. Das ist ja der Wahnsinn. So schnell, das ist wie, das ist schon so, als wenn die verschmelzen miteinander, wenn die so schnell sind, ey.
Da sieht man gar nicht mehr, wo der eine Biber aufhört und der andere anfängt, weil die so schnell sind. Sieht aus wie so, weiß ich nicht, Wimmelbild. Das ist ein einziges Wimmelbild. Und jetzt den richtigen Biber finden. Finde Justin. Ach ja, Justin ist gestorben, stimmt. Da müssen wir mal schnell ein Kind suchen. Moment. Finde das Kind. Jetzt müssen wir ganz schnell sein. Jetzt müssen wir ganz schnell das Kind finden. Ich bin zu langsam. Da! Ich hab's gesehen. Es ist weg. Es ist im Haus. Es war gerade zu sehen. Da ist es. Nein, nicht du. Ich bin zu lang. Ich hätte mehr Fortnite spielen sollen. Mist. Ich habe eindeutig zu wenig Fortnite gespielt, um so schnell einen Biber anzuklicken. Da ist es. Honey. Justin. Jetzt muss ich mich selber, glaube ich, auch ersetzen. Und ich bin, glaube ich, auch gestorben schon wieder. Warte, ich habe ja gearbeitet im Landhaus hier. Ja, ich bin schon wieder tot. Moment, ich muss mich auch ersetzen. Bringt mir ein Kind, auf das ich wieder leben kann. Wo ist es? Her mit dem Kind. Nur keine falsche Bescheidenheit. Kommt. Gebt mir euer Erstgeborenes. Opfert mir euer Erstgeborenes. Jetzt haben alle die Straßen leer gemacht. Keiner hat's mehr übrig. Moment. Da kommt bestimmt gleich eins. Ich muss nur lange genug ausharren. Ich will eins haben. Ich will ein Kind. Da. Nee, der ist schon 6 Jahre alt. Zu alt. Ja, 2 Jahre ist okay. Nehme ich. Moment. Spiel... Biber LP. Neues. Ja, herrlich. Da ist er wieder am Leben. Leben. Ich will leben. Ich will leben. Jawohl. Und da wird gebaut am Monument. Guckt euch das an. 146 Bibers mit Nahrung im Überfluss. Und Holz hat er wahrscheinlich auch reichlich vor der Hütte. Nice. Jawohl, ein Leben in Saus und Braus für einen Biber. Oh, guck mal, jetzt wird hier das Wasser sogar weniger. Das heißt doch aber dann, dass ich die Schleuse hier doch gar nicht so weit aufmachen brauche eigentlich. Dann machen wir die mal nur auf 0,5 und gucken mal, was passiert. Ich muss mich da erstmal richtig einpendeln hier jetzt. Oder was hatte ich vorher? 1 hatte ich vorher, glaube ich. Ich soll bei den Bären ein Lager... Warte mal, genau, hier hinten können wir sogar wirklich noch ein Lager bauen, Mensch. Eine sehr schlaue, clevere, hochintelligente, vorausschauende, geniale Idee, würde ich mal sagen. Da mangelt es mir nicht an Superlativen hier. Moment, ich muss kurz gucken, an welche Stelle ich das hier am besten setze. Damit wir da am besten noch ein Dings hochbauen können noch. Eigentlich wäre die Bank da jetzt natürlich... Warte, ich mach mal die Bank da weg. Die ist da gerade irgendwie ein bisschen im Weg, weil dann können wir nämlich jetzt hier direkt... Das Ganze so machen. Und dann so. Und dann machen wir übrigens auch noch die Prio hoch. Prio hoch, Prio hoch, Prio hoch. Immer Prio hoch. Und dann müssen wir schnell die Einstellung machen noch. Dass die da nicht wieder alles andere, mögliche andere reinstopfen. Alter. Habt ihr den Biberstopf da gerade gesehen? An dem Eingang von dem Lager, ey? Das ist... Ja, guck da. Alle rein. Wie so eine Biber-Kolonieherde, die einfach da sich so reinpresst. Jeder will der Erste sein, alle gehen gleichzeitig durch die Tür. Brrr, alle mit ihren Stämmen in der Hand. Brrr, alle hängen sie fest an der Tür, jeder blockiert den anderen. Massenpanik bei den Bibern. Biberknäuel. Und dann gibt's Biberquetsch zum Abendessen. Da laufen sie meilenweit zu dem Lager. Ja, ja. Nee, nee. Da ist eine Treppe da. Außerdem sind da oben ja noch Bärenplantagen. Außerdem habe ich Schlepper. Schlepper. Ihr habt Schlepper. Das geht schon. Da müssen sie halt mal schleppen. Da müssen sie halt mal das machen, wofür sie angestellt wurden. Ja, müssen sie halt mal arbeiten. Kann ich auch nicht ändern. Müssen sie machen halt. Hier, Prio hoch bei der Brücke. Ich will die Brücke haben. Ich möchte dieses insane Großprojekt gerne in dieser Episode noch fertig bauen mit der Brücke. Ich will wissen, ob das funktioniert. Ich will da schnell hinlaufen und schnell das reinstopfen alles. Es ist schon so lustig. Ich liebe diesen Aquarium-Effekt bei diesem Spiel. Und damit meine ich nicht, wenn hier meine Kartoffeln überflutet werden. Nein, ich meine dieses, man kann einfach mal so zugucken,
und einfach auch mal das genießen. Da meinte auch immer einer in den Kommentaren, guck mir nicht so dir im Bildschirm an so lange. Ey, mal ganz ehrlich, wenn ich so ein Stressspiel spielen möchte, wo ich ständig nur immer tingeltangeln muss, dann spiele ich, weiß ich nicht, Stresssimulator 2000. Das hier ist einfach mega entspannt, weil du einfach anderen beim Wuseln zugucken kannst. Und du kannst auch einfach mal so ein bisschen dich zurücklehnen und dein Perpetuum mobile, was du erzeugt hast, einfach mal auch bewundern so. Ja klar, dann sterben auch mal ein paar Biber vor Hunger, weil du das dann vergessen hast. Aber das ist halt so. Hauptsache Bakai, hier guck doch, wie schön das aussieht. Sieht aus wie Weihnachten hier mit den ganzen vielen Fenstern. Wie so ein Adventskalender. Fast schon. Ist doch nice. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Schnee. Kann man mal angucken oder nicht? Muss man mal gucken. Sonst kann ich auch die Augen zumachen beim Spielen. Hö. Manche böse Zungen behaupten, ich spiele genauso, wie als wenn ich die Augen zu habe die ganze Zeit. Ja, schön. So, weiter jetzt hier. Los, fertig werden. Jawohl, Planken rein. Dann spielt Jurassic World 2. Ja, da kann ich auch Jurassic World spielen, wenn ich Panik und Stress und Chaos haben möchte. So sieht's mal aus. Ach lol, jetzt müssen sie ja da hinten erstmal das Haus bauen, damit das überhaupt Sinn hat. Diese Baustelle ist zu weit von Bauarbeitern entfernt, aber da brauchen wir eine Treppe nach unten. Genau, die müssen ja erstmal in den. Sie müssen in den See reinlaufen, sonst geht das nicht hier. Zack. Aber da ist ja gleich hier die Straße zum Distriktgebäude. Das müssten sie eigentlich locker erreichen können, alles da. Ach ja, stimmt. Wir müssen auch hochbauen, ne? Wir müssen auch. Sonst kommen sie ja gar nicht hin. Dann können sie ja gar nichts machen. So, hier muss ich jetzt wieder aufpassen wegen Wasserfluss. Aber hier auf der Seite fließt es eigentlich ab. Ich glaube. Warte mal, steigt das jetzt noch? Warte mal hier. Wo ist denn mein Messgerät? Ach ja, das Messgerät ist noch gar nicht gebaut worden. Vielleicht sollten wir da mal die Prio erhöhen, wa? Könnte schlau sein. Sonst geht das ja gar nicht. Treppen mit Weg verbinden. Wo? Ach so, da unten? Im Wasser? Das müssen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Ah, doch, müssen wir. Wenn die da bauen, so. Obwohl, wenn sie bauen, dann laufen sie da auch von alleine hin, eigentlich. Ohne, dass da ein Weg ist. Aber natürlich sehen wir dann auch, ob der Weg entsprechend. Ja, guck mal, der ist grün. Dann wird der Weg hier oben wahrscheinlich auch grün dann. Und das heißt, wir haben dann einen schönen Weg von der Seite auf die Seite. Ist halt natürlich ein bisschen sinnlos. Aber egal, es sieht gut aus. Wichtig ist nur, dass es gut aussieht. Alles andere ist unwichtig. Völlig unwichtig. Alles ist völlig irrelevant, alles andere. Sie schwimmen, genau. Schwimmen können sie. Die haben das Seepferdchen gemacht. Du hast die Schlepper alle weggenommen. Hab ich nicht. Es sind noch welche übrig. Guck da, es sind noch welche übrig. Außerdem haben wir wieder nicht so viele Arbeitslose, glaube ich, oder? Ah doch. Naja, nee. Einen Arbeitslosen. Wie sieht eigentlich hier drüben aus? Oh, drei Arbeitslose. Aber was wollten wir eigentlich hier noch für Arbeiter einstellen, frage ich mich gerade. Holzfäller, ne? Waren es, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber wo haben wir noch Platz für die? Da habe ich wohl jetzt, warte mal, hier müssen wir mal sprengen. Wow! Habe ich jemanden gesprengt? Ich wollte eigentlich gar nicht alles zünden. Ich wollte nur da vorne an der Ecke zünden. Nee, ist gut, ich habe niemanden gesprengt. Alles gut, die waren alle schon weg da. Das tut mir jetzt aber so leid, das wollte ich gar nicht. Ich bin auf den Knopf gekommen. Ich bin einfach ausgerutscht und bin mit dem Finger auf den Knopf gekommen. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Wow. Laufrad und Sägewerk im zweiten Distrikt. Ja, das ist keine schlechte Idee eigentlich, ne? Wow, guck mal, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier jetzt echt aufpassen mit der Wasserhöhe. Ich glaube, das steigt wirklich. Ich mache hier lieber nochmal um eine Einheit auf. Oder nee, warte. Wir lassen das hier auf 1,25 und hier drüben machen wir eher noch auf. Würde ich sagen. Dass wir hier ein bisschen mehr den Druck ablassen, weil hier ist ja unsere mechanische Energie. Wenn wir hier eine Strömung erzeugen, dann nützt uns das ja eigentlich gar nichts, weil da ja da gar keine Energie erzeugt wird. Aber hier wird Energie erzeugt. Jo, guckt euch dieses Karussell an, Alter, wie schnell das dreht. Nicht schlecht.
So, hier jetzt sprengen. Genau, jetzt können wir hier nämlich Treppen bauen. Guckt mal. Ich weiß zwar nicht mehr, warum wir das machen wollten, aber das war auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen. Genau, und dann können wir da vorne auch nochmal einen Sprenger setzen. Nein, nicht was? Was haben wir jetzt gemacht? Irgendwas habe ich gemacht. Genau. Können wir da nochmal und da und da und hinter da. Aber das sieht auch schon ordentlich aus hier, das Feld. Guckt euch das mal an. Bald können wir das auch komplett wegsprengen. Nicht schlecht. So, jetzt haben sie hier die Treppe gebaut. Jetzt müsste man... Warte mal, jetzt machen wir mal hier die Prio von dem Wohngebäude noch nach oben. So. Und von der Brücke. Oh nein, eine Dürre. Eine Dürre, eine Dürre. Na warte mal, dann machen wir jetzt das doch wieder ein bisschen hoch. Würde ich sagen, dass wir ein bisschen noch einspeichern, das Wasser. Ach ja, lol, hier ist ja auch fertig. Stimmt, das wollten wir ja noch vollständig abkapseln da an der Stelle. Oh Gott, das habe ich auch schon wieder vergessen. Können die da überhaupt hin? Diese Baustelle ist zu weit entfernt. Okay, dann brauchen sie da wohl eine Treppe nach unten. Wahrscheinlich, ja, weil wir hier abgekattet haben. Wa? Warte mal, dann spreng doch einfach mal schon das hier. Und mach mal die... Die Treppe da weg, weil dann können wir nämlich das ganz einfach so machen. Warte. Lass mal sagen. Spreng da mal auf. Genau, mach da mal die Prio bei dem Sprengeldingel hin. Und dann ziehen wir nämlich das einfach dann so dahin. Setzen da eine Treppe und da eine Treppe. Wenn sie das hier gebaut haben. Nicht wahr? Und dann können wir das nämlich hier über den Weg dann erzeugen. Und dann haben wir da nämlich hier den Bereich abgekartet. Das war nämlich die Idee, dass wir das hier auch trockenlegen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist schon wieder das eine Großprojekt, was ich schon wieder komplett vergessen habe. Weil ich das hier angefangen habe. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Das alles. Das ganze Ding ist ein einziges nicht enden wollendes Großprojekt. Das ist ein einziger Biberliner Flughafen hier. Neues. Holz wird schon hingeliefert zum Wohnhaus. Ach ja, genau. Wir müssen auch hier die Stützen auch noch bauen lassen. Also das ganze Ding hier eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Alles muss da gebaut werden. Alles. Wir brauchen alles. Alles und noch mehr. Der Bär verliert den Überblick. Ja. Den Übi-Bär-Blick. Oh, guck mal, hier können wir sprengen. Hahaha, jawoll. Wollten wir hier nicht sogar noch ein zweites Distriktgebäude bauen? Ich glaube, das war ursprünglich der Plan. Aber dann sollten wir hier noch so ein Transfergebäude setzen auch. Warte mal, da braucht man hier dieses, wo war denn das nochmal? Das hier. Das Verteilzentrum. Ich mache da mal noch ein Verteilzentrum. Hier noch. Ganz ausgezeichnete Idee. Können wir auch eher so hier hinsetzen, genau. Und dann können wir nämlich von da dann das das Gebäude Bär liefern, sozusagen. Warte. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Distriktzentrum. Genau, da macht man nämlich hier drüben noch ein Distrikt. Und dann können wir hier den Bereich ein bisschen mehr erschließen noch auch. Insbesondere, wenn da auch mal wieder Wasser überschwappt. Was gerade nicht der Fall ist. Warum eigentlich nicht? Ich habe doch da zugemacht. Achso. Weil es nicht hoch hier noch ist. Apropos, warte, wir müssen das ja auch komplett zumachen. Jetzt fällt mir mal so auf. Darf er jetzt da nicht rausschwappen an der Seite? Nicht unbedingt. Und hier oben müssen wir auch noch aufstauen gleich. Du hast aber mehr Holz als der BER. Ich habe vor allem auch einen Plan. Und die richtigen Dübel habe ich auch. Und ich habe Genehmigungen. Oh, meine lieben Freunde. Nein, nein, ich mache es eigentlich wie der Elon. Ich baue einfach weiter und die Genehmigungen kläre ich später. Mit sowas Dekadentem wie Genehmigungen halte ich mich nicht auf hier. Das ist doch lächerlich. Genehmigung, Spielwenigung. Es klappt alles auch von alleine. Geil, ein Sprengleck und Bärchen sagt zweimal wow. 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 Ja, kann passieren beim Leck, dass man zweimal wow sagt. Bin ich dann ein Wauwau? Dann bin ich ein Wauwau. Nicht schlecht. Yay! Ist die Brücke ist fertig. Ja, es hat noch in der Episode funktioniert. Guckt euch das doch an, wie toll das ist.
geilere Brücken als Venedig. Nicht schlecht. Und jetzt können sie da einfach, guck doch, wie sie die Brücke benutzen. Oh, das ist so geil, wie sie die riesige Brücke benutzen. Seht ihr nicht, wie sie die riesige Brücke benutzen? Guckt euch das doch an, wie sie die riesige Brücke benutzen. Oh, guck mal, wie sie die riesige Brücke benutzen. Oh, ich raste aus, wie sie die riesige Brücke benutzen. Es ist der absolute Wahnsinn, wie sie die riesige Brücke benutzen. Ich könnte mir das den ganzen Tag ansehen, wie sie die riesige Brücke benutzen. Ich kann gar nicht mehr aufhören, es da anzugucken, wie sie die riesige Brücke benutzen. Und warum? Weil das so toll ist, wenn sie die riesige Brücke benutzen. Oh. Haben wir da noch einen Weg? Warte, da müssen wir mal einen Weg hinsetzen ans Ende. Warte, guck mal. Sonst ist das gar nicht verbunden, Leute. Jetzt ist es verbunden und angepasst. Nicht schlecht. Mann, ist das episch. Brücke sehen und bauen, genau. Oh, Baby, jawoll. Wir haben die riesen Megabrücke. Und die können wir theoretisch ja eigentlich noch weiterbauen, ne? Also so prinzipiell kann man das noch viel, viel weiter ziehen noch. Man kann ja quasi dann auch von... Nee, ja, wenn man noch ein zweites Haus daneben baut, dann kann man den Weg noch rüberziehen und kann die Brücke auch noch nach hier drüben bauen. Da kann ich wegspringen jetzt. Genau, dann kann man die auch noch auf die andere Seite ziehen. Der Hammer. Der absolute Hammer. Hehehe. Meine lieben Freunde, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt haben sie gleich auch die Treppen gebaut. Dann können sie wirklich richtig die Brücke benutzen, um da auch richtig Dinge zu machen. Also so richtig zu transportieren und so. Und wenn dann hier das fertig ist, dann können sie da direkt zum Damm rüber. Dann haben wir eine Direktverbindung geschaffen zum Damm hier. Eine direkte Laufverbindung in direkter Luftlinie quasi. Jetzt. Guck mal. Wenn wir jetzt hier draufklicken. Nice. Oh, jetzt ist hier sogar, guck mal, jetzt ist hier sogar Laufreichweite am Start. Jetzt kann man hier sogar komplett noch Gebäude bauen. Alleine nur wegen dieser Verbindung hier können wir jetzt hier komplett noch Gebäude setzen. Bis hierhin noch. Also auch Produktivgebäude und so. Boah, dann können wir ja in dem Distrikt hier die mechanische Energie, die wir hier erzeugen, noch komplett nutzen. Also komplett auch für Produktivgebäude. Boah. Boah. Die Brücke ist geil. Sie verkürzt halt die Pendelzeit, ne? Von den Bibern, die in der Innenstadt leben, zu den Bibern, die im Außenbezirk, im Speckgürtel so leben, so ein bisschen. Dann können die immer hin und her pendeln über die Brücke. Nur irgendwann ist dann die Brücke verstopft, dann regen sie sich auf, weil dann gibt es Stau und dann braucht man eine zweite Brücke. Und dann irgendwann regen sie sich darüber auf, dass sie auf der Brücke immer stehen, auf der anderen dann auch. Dann gibt es noch mehr Stau und dann müssen wir einen Tunnel bauen irgendwann. Das geht bestimmt auch noch irgendwann, dass wir noch Tunnel bauen können. Es ist ja Dürre. Ah! Habe ich ganz vergessen! Ich bin so fasziniert von der Brücke, dass ich das komplett vergessen habe. Warum sagt keiner was? Warum haltet ihr mich nicht auf? Alle sagen Dürre, Dürre im ganzen Chat. Dürre, Dürre, er hat nicht aufgestaut. Er hat nicht aufgestaut. Wir sagen die ganze Zeit alles. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin so fasziniert davon. Ich bin einfach viel zu fasziniert von allem, was hier passiert. Na, ah, ich muss zumachen hier. Dürre! Dürre! Ach, ist nur eine kurze Dürre, oder? Ist die Frage, wie lange geht die jetzt eigentlich schon? Keine Ahnung. Also beim Bär eher Brücke sehen und sterben. Ja, so ähnlich. Wohnen da jetzt eigentlich auch... Boah, da wohnen schon Biber, guckt mal. Die Grundstücke unter der Brücke sind anscheinend heiß begehrt. Er kennt das nicht, wenn man so unbedingt unter der Brücke wohnen möchte. Die wollen alle unter der Brücke leben. Das gibt's nicht. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber es ist wahr. Sie wollen es alle so. Sie wollen es alle nicht anders. Unglaublich. Insgesamt 8 Tage. Ach, dann sitzen wir die jetzt einfach aus. Hier, komm, ich mache Motor an. Zündung, Warp Speed.
Ach nein, wir haben keine Arbeitskraft dafür. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Nachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.